Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Ich möchte dir heute gern ein bisschen was über die Parabel erzählen und dir zeigen, was passiert, wenn du eine Parabel streckst, stauchst, spiegelst und verschiebst. Los geht's! Und ich befinde mich bereits in bester Gesellschaft. 10 wunderschöne Parabeln habe ich dir aufgemalt, beziehungsweise ich glaube, es sind nur 9 wunderschöne Parabeln, außer ich gehe auch als wunderschöne Parabel durch, aber ich würde sagen, heute lieber nicht. Wir schauen uns mal die einzelnen Parabeln an und versuchen zu verstehen, welchen Einfluss die Zahlen auf die jeweilige Parabel haben. Und wir starten mal hier mit der ersten Parabel, f von x gleich x Quadrat, die sogenannte Normalparabel. Normalparabel, der Standardfall, sieht ein bisschen aus wie so ein Weinglas, Scheitelpunkt bei 0, 0 im Koordinatenursprung. Diesen Graphen bitte gut merken, der wird immer mal wieder aufgerufen in der Schule. Ja, f von x gleich x Quadrat, Normalparabel. Zweites Beispiel, g von x gleich 4 mal x Quadrat. Also x Quadrat wird mit einer 4 multipliziert, dann wird die Parabel gestreckt. Also sieht aus dem Graphen. Streckung ist ein bisschen so, als würde man so den Bauch einziehen und so sich so ganz dünn machen wollen. Ja, irgendwie so größer und dünner, so ein bisschen irgendwie so in die Richtung. 4x², ja, wir multiplizieren mit 4, das wäre dann eine Streckung. Genauso sieht es im dritten Beispiel aus. H von x ist gleich 10 mal x². Auch hier findet eine Streckung statt. Und wir sehen schon, der Graph dieser Funktion, ja, ist noch dünner als der hier. Also hier ist die Streckung noch stärker erfolgt. Warum? Weil 10 größer ist als 4. Ja? 10 ist größer als 4, deswegen ist dieser Graph stärker gestreckt als der hier. Ja, der ist noch dünner. Dünner ist jetzt kein mathematischer Begriff. Du kannst einfach sagen, der Graph wurde an der y-Achse gestreckt und zwar noch stärker als der im Beispiel davor. Dann haben wir Beispiel 4. I von x ist gleich 0,1 mal x². Das ist eine Stauchung. Eine Stauchung. Das ist so, als würde jemand von oben auf dich so raufdrücken und du müsstest dich irgendwie ganz klein machen oder so. Als würde man auf einen Knetball so raufdrücken, wenn man so möchte. Eine Stauchung. Warum? Weil die Zahl vor dem x² zwischen 0 und 1 liegt. Ja, immer wenn die Zahl vor dem x² zwischen 0 und 1 liegt, findet eine Stauchung statt. Ja, eine Stauchung. Der Graph wird dann eben so platt gedrückt. Fünftes Beispiel, j von x ist gleich minus x², also das x² wird mit einer minus 1 multipliziert. Dann haben wir eine Spiegelung. Das ist jetzt so, als würde der Graph x² so in einen Bach oder in einen See gucken und sich irgendwie so gespiegelt sehen. Das ist im Prinzip das Spiegelbild der Normalparabel. Und die Wasseroberfläche ist dann sozusagen die x-Achse. Und die Normalparabel sieht sich dann eben so als Spiegelbild, wenn man so möchte. Also Minus davor heißt, wir spiegeln bezüglich der x-Achse. Wir spiegeln bezügllich der x-Achse. Nächstes Beispiel ist, k von x ist gleich x² minus 1. Ich ziehe also von dem x² eine 1 ab. Das bedeutet schlussendlich, dass der Graph der Normalparabel um eine Einheit nach unten verschoben wird. Ja, um eine Einheit. Wenn wir minus 2 hätten, eben um 2 Einheiten nach unten. Ja, und analog dazu, wenn du plus 1 rechnest, eben nach oben, plus 2 auch nach oben. Ja, wenn du also zu dem ganzen x² eine Zahl dazu addierst oder abziehst, wird der Graph eben entsprechend nach oben oder unten verschoben. So ähnlich ist es auch im nächsten Beispiel. Da haben wir L von x ist gleich x minus 1 zum Quadrat. Ich ziehe also von dem x 1 ab. Und das bedeutet jetzt, dass der Graph dieser Funktion um eine Einheit nach rechts verschoben wird. Ja, auch wenn ich minus 1 habe, wird der Graph nach rechts verschoben. Analog, wenn ich plus 1 habe, würde der Graph nach links verschoben werden. Ja, also du merkst hier, bei y ist es sehr intuitiv, bei x ist genau das Gegenteil. Ja? Nächstes Beispiel, da haben wir m von x ist gleich minus 4 mal x² plus 1. Da haben wir eine Streckung. Warum? Weil wir eine 4 haben. Dann haben wir eine Spiegelung, weil wir ein Minus haben. Und wir haben noch eine Verschiebung, weil wir plus 1 haben. Wenn wir also plus 1 und plus 1 bedeutet, dass wir den Graph der Parabel hier um eine Einheit nach oben verschieben. Ja, die Parabel ist erst gestreckt worden, entlang der y-Achse, sieht ein bisschen dünner aus als die Normalparabel. Dann wurde sie gespiegelt, deswegen ist sie nach unten geöffnet und dann haben wir sie noch um eine Einheit nach oben verschoben. Okay, letztes Beispiel. Der Graph dieser Funktion wurde zunächst, hier steht eine 4, also entlang der y-Achse gestreckt, dünner gemacht.
Dann wurde dieser Graph orange gespiegelt. Minus. Dann hat man zu dem x eine 1 dazu addiert, also wird gleich um eine nach links verschoben. Und dann hat man noch zu dem ganzen Term auch nochmal eine 1 addiert. Das heißt, der Graph wird auch gleich nochmal nach oben verschoben. Und wir fangen mal an. Pink zunächst, 4 heißt, wir strecken den Graphen. Also wir machen ihn dünner, wenn man so möchte. Wir strecken ihn. Minus davor ist, er wird einmal umgedreht, deswegen ist er nach unten geöffnet. Einmal gespiegelt. Und jetzt, so, blau heißt eine Einheit nach links verschoben. Da steht plus 1. Auf der x-Achse heißt er dann nach links. Und grün zu dem ganzen Term dazu, also noch um eine Einheit nach oben. Ja, so kann man einfach ganz schrittweise immer vorgehen. Immer von der Normalparabel anfangen. Dann überlegen, wie wurde der Graph gestreckt, gestaucht, gespiegelt oder verschoben. Folgende Dinge solltest du dir also merken. Der Graph der Funktion f von x gleich x² heißt Normalparabel. Wenn du das x² mit einer Zahl multiplizierst, die größer ist als 1, wird die Parabel gestreckt, also nach oben in die Länge gezogen. Wenn du das x² mit einer Zahl multiplizierst, die zwischen 0 und 1 liegt, wird die Parabel so gestaucht, wie ein Knetball, auf den man so raufdrückt. Stauchung. Wenn du das x² mit einer minus 1 multiplizierst, klappst du die Parabel einfach nach unten. Die Parabel wird gespiegelt. Ja. Zu dem x² eine Zahl zu addieren, bedeutet, die Parabel auf der y-Achse hin und her zu verschieben. Ja, also zu dem x² addieren oder subtrahieren, bedeutet, auf der y-Achse zu verschieben. Nur zu dem x dazu zu addieren, bedeutet eine Verschiebung auf der x-Achse. Aber Vorsicht, immer entgegen der Intuition. Ja, also x plus 1 heißt nicht, wir verschieben eine nach rechts, sondern wir machen genau das Gegenteil, Verschiebung eine nach links. Das sind die vier Fälle, die wir haben können. Streckung bedeutet, wir multiplizieren mit einer Zahl, die größer ist als 1. Stauchung, wir multiplizieren mit einer Zahl, die zwischen 0 und 1 liegt. Spiegelung, wir multiplizieren mit einer negativen Zahl. Und Verschiebung, wenn man zu dem ganzen Term was dazu addiert oder subtrahiert, dann verschiebt man eben auf der y-Achse. Und wenn man nur zu dem x etwas dazu rechnet, dann verschiebt man eben entgegen der Intuition auf der x-Achse. Die Sachen sind wichtig, bitte merken, lass einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Channel. Lass es dir gut gehen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss. Dein Rick.